Fangen wir an, bei bereits kleinen Prozessen Visionen zu entwickeln. Das kann in einem Seminar stattfinden, wo wir gemeinsam mit lokalen Communities eine Vision über die Stadtteilgestaltung entwickeln. Das kann eine Vision zu internationalen Studierendenaustauschen sein. Es kann um die Gestaltung neuer Lernräume gehen, um die Einbindung von neuen Tools, um familiengerechtes Studieren, um Mobilität. Die Themenvielfalt, gerade in der Visionsentwicklung, ist ultra groß. Nur nehmen Sie die Menschen mit. Und ich könnte vermutlich einen gesamten Vortrag über das Thema Partizipation halten, aber das ist jetzt nicht gerade der Punkt, sondern nehmen Sie die Menschen mit, denn auch für Sie, es gibt nichts Schöneres und ich glaube, ich spreche da für eine Vielzahl von Personen, wenn wir nicht alleine eine Vision verfolgen, sondern eben mit anderen zusammen. Und in diesem Sinne, ja, wenn Sie weitere Fragen zu unserem Prozess haben, den wir gerade in der Vision AG durchgelaufen haben, weil das ja auch eine studentische Visionsentwicklung einer Hochschule 2038 war, dann stehe ich gerne erstmal für weitere Fragen zur Verfügung. Im Charakter des Lightning Talks würde ich es dabei belassen. Und es bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, lassen Sie uns die Hochschule zu einem Ort machen, wo wir keine Angst mehr haben, nach vorne zu sehen, sondern im Gegenteil bewusst die Frage nach der Zukunft zum beständigen Diskurs machen. Das heißt, auch die unterschiedlichen Akteure in der Hochschule einzubinden und da einfach über die Zukunft zu reden, wohin wir eigentlich gehen wollen. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, lieber Herr Saukel, liebe SpeakerInnen. Jetzt bleibt tatsächlich noch ein kleines bisschen Zeit, um die Fragen des Publikums zu beantworten. Insofern können auch gerne die anderen SpeakerInnen wieder ihre Videos anschalten und liebe Teilnehmenden, posten Sie Ihre Fragen in den Chat oder ins Q&A und dann werden die entsprechenden Speaker auch antworten. Ich weiß nicht, solange gerade noch keine Fragen da sind, wollte ich ganz kurz auf das eingehen, was Herr Saukel gesagt hat. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das nochmal so explizit ausgesprochen haben, dass wir die anderen mitnehmen müssen. Ich sehe das durchaus auch als eine große Herausforderung. Ne? Auch ich habe das Projekt vorgestellt, in dem ich jetzt koordinierend tätig bin, wo es immer wieder heißt, die anderen mitzunehmen und die Vision vielleicht auch manchmal nochmal wieder hervorzurufen und zu sagen, das war unsere Vision, daran arbeiten wir eigentlich gerade alle. Und das ist durchaus eine große Herausforderung. Nicht nur jetzt, dass man generell erstmal eine Vision entwickelt, sondern wenn man dann mal eine hat, auch an der erstmal festzuhalten, weil sich das ja in den Projekten irgendwie wieder manifestiert und dann ist das etwas, was man bearbeitet und an dem man immer wieder auch darum ringt, dass man das gut erreichen kann. Aber vielen Dank, Herr Saukel, dass Sie das nochmal so wunderbar auch auf den Punkt gebracht haben, Vision gemeinsam zu entwickeln und dann die anderen aber auch mitzunehmen. Also durchaus, Partizipation ist ein Prozess und der kann manchmal sehr anstrengend sein, sage ich mal voraus, weil Partizipation ja auch immer eine Einbindung von vielen unterschiedlichen Meinungen bedeutet. Aber der Vorteil von Partizipation ist es ja auch, dass dann Menschen mit dem Ergebnis, sage ich mal, sich gleichzeitig auch oftmals mehr identifizieren und dadurch, ja, es geht darum, irgendwie so eine gemeinsame Vision zu teilen, auch für die Zukunft. Deswegen vielen Dank auch nochmal für den Impuls. Hier gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum. Wahrscheinlich sind wir ein bisschen müde vom Tag. Und dementsprechend kann ich Sie, SpeakerInnen, nur anregen, wenn Sie Fragen aneinander haben, da Sie sich ja auch aktiv mit dem Thema Vision beschäftigen, können Sie die natürlich auch bei dieser Gelegenheit gerne stellen. Ja, ich fand es ganz spannend. Frau Rader, Ihr Vortrag auch am Anfang, da sehe ich, glaube ich, Schnittstellen ein bisschen. Also wir konnten ja unser Konzept nur ganz kurz anreißen, aber ich fand es schon interessant, dass Sie sagen, Sie machen drei digitale Studiengänge. Habe ich richtig verstanden? Ich muss das kurz rekonstruieren, aber Na, das soll im Prinzip nicht komplett digital sein, aber es soll zu jedem Zeitpunkt möglich sein, dass ich digital im Prinzip an der Lehre teilhabe und gleichberechtigt teilnehmen kann wie die Studierenden vor Ort, damit wir die Probleme, ne, unsere Ausgangssituation, die ich kurz geschildert habe, damit das möglich ist, dass ich nicht erst ein halbes Jahr später mit meinem Studium anfange, nur weil mein Visum irgendwie noch nicht durch ist. Also dass das oder ne, Problemlagen mich dazu führen, eigentlich sonst mein Studium zu unterbrechen oder generell abzubrechen, ja. Und dann würde mich interessieren, also
Ist das eine Kooperation von verschiedenen Hochschulen oder ist das quasi ein Projekt, was nur an Ihrer Hochschule? Also in dem Fall sind das drei Teilprojekte an den Fakultäten bei uns an der Hochschule mit angegliedert im Projekt, in der Projektkoordination am Internationalen Universitätszentrum. Das ist tatsächlich ein Projekt, was nur bei uns an der Hochschule passiert. Wir sind aber sehr vernetzt auch mit anderen Hochschulen, sodass wir da aus Erfahrungen, gerade im sächsischen Hochschulraum, in der Hochschuldidaktik, sehr stark von mit profitieren können. Und dann würde mich interessieren, also weil wir ja das Feld... Da wir das Feld uns auch angeguckt haben, mit Blick auf digitale Hochschulbildung, gerade orts- und zeitunabhängiges Studieren, Offenheit, da gibt es ja auch die großen Anbieter sozusagen, die internationalen englischsprachigen, die auch ganze Studiengänge online anbieten, dann auf Englisch. Haben Sie sich so die auch mal angeguckt oder so überlegt, ist das eine Inspiration, ist das Konkurrenz oder sind die so nicht im Blick gewesen? Also es gibt ja so edX und Future Learn und so, also das sind so auch internationale Anbieter, die wir uns angesehen haben. Was bei uns nicht oder was wir nicht realisieren wollen, ist, dass wir ein komplettes Fernstudium haben. Sie sind ja von der Fernuni Hagen, wo ein Fernstudium Ihr Geschäft quasi ist, ne, oder wo Studierende im Prinzip nicht vor Ort sein müssen. Bei uns ist es schon angestrebt, dass sie auch an die Hochschule kommen, nur nicht zu jedem Zeitpunkt, also ne, dass sie nicht zu jedem Zeitpunkt da sein müssen. Also an sich ist das ein Präsenzstudium, wo ich aber Phasen meines Studiums auch digital absolvieren kann, beziehungsweise woran wir arbeiten, sind auch einzelne Module, wo ich aus einem anderen Hochschulland im Prinzip nur ein Modul besuchen kann. Also nicht als komplettes Fernstudium angedacht, sondern tatsächlich noch als Präsenz mit Online-Zugängen. Ja. Wir haben noch eine Frage aus dem Chat bekommen von Frau Wachtling, die fragt zur GDU. Wie schätzen Sie die Notwendigkeit und Relevanz einer zentralen Koordination, quasi eines Facilitators, eines solchen Verbundes ein und damit verbunden war diese Frage auch Bestandteil der Studie. Dorothee, möchtest du mal voranpreschen? Kann ich gerne machen. Ja, also das ist natürlich, was Bestandteil der Studie war natürlich beim Thema der strukturellen Merkmale, haben wir uns natürlich damit auseinandergesetzt, was sind denn, oder auch in der Reflexion dieser Merkmale, haben wir uns natürlich damit auch beschäftigt, wie kann denn so eine Trägerschaft aussehen, wie eng und lose wollen denn die Partner miteinander kooperieren? Und da haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten auch aufgezeigt. Also wir haben da jetzt keine Festlegung in eine bestimmte Richtung getroffen, sondern haben versucht, in der Studie eher zu reflektieren, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten des gemeinsamen Interagierens, ja, von einer eher losen Verbindung bis hin, wenn wir wirklich gemeinsam was aufsetzen wollen und natürlich entsprechend eng sind dann natürlich auch die Anforderungen an entsprechende Strukturen. Ja, die man sich als Verbund auch aufsetzt. Also das ist ja dann auch ein Steuerungsthema. Wer steuert das eigentlich? In welche Richtung kann sich der Verbund einigen auf bestimmte Steuerungsstrukturen? Und was wir gemacht haben auf Basis der bestehenden Verbünde, die wir uns angeschaut haben, haben wir sehr genau aufgezeigt, wie findet das denn in der Realität statt? Und das ist vielleicht nochmal ganz interessant für Sie. Wenn Sie sich das näher anschauen wollen in der Studie, haben wir schon gesagt, wie strukturieren die das? Ne? Also ganz zentral ist zum Beispiel immer das Thema Geschäftsstelle. Ne? Es braucht irgendwie eine administrative Einheit, in der alles zusammenläuft. Es braucht natürlich, und das ist ganz wichtig, wenn ich gemeinsame Angebote entwickeln möchte, braucht es natürlich Standards, auf die man sich einigt. Das sind auch Impulse übrigens aus den Interviews, die wir geführt haben, sich auf gemeinsame Standards zu einigen. Und so, sich so auch dann auch eine Qualitätssicherung herzustellen. Ich hoffe, dass ich dieses Portfolio an Inhalten, die das auch adressiert und mit dem man es auseinandergesetzt hat, aufzeigt. Sonst fragen Sie weiterführend. Vielen Dank für Ihre Antwort. Wir sind jetzt auch am Ende unseres Lightning Talks angelangt. Dementsprechend würde ich Sie jetzt wieder zurück in die Lobby schicken. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und ich hoffe, wir sehen uns mal in einer weiteren Session. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.